Sprecher erteile nun den Herrn... Zwei Ordnungsrufe für den FPÖ-Abgeordneten Martin Graf. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, Herr Staatssekretär. Ich möchte noch zwei Punkte ansprechen im Bereich der Bildung, die natürlich auch mit Bildung zu tun haben. Als erstes den Stillstand beim Ausbau der Ganztagsschulen bzw. der Ganztagsbetreuung. Ganztagsschulen und vor allem auch die Nachmittagsbetreuung sind essentiell für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie sind aber auch ein Hebel für die, um die steigende Fachkräftebedarf in vielen Bereichen zu decken. Wir sehen in unzähligen Erhebungen und Studien, dass dort, wo qualifizierte Ganztagsschulen bzw. Nachmittagsbetreuung auch angeboten wird, diese dankend angenommen wird. Vom Ziel einer Betreuungsquote von 40% sind wir nun leider weit entfernt. Daran wird wahrscheinlich auch der gestern präsentierte Finanzausgleich nichts ändern. Inzwischen haben zahlreiche Betriebe die Hoffnung aufgegeben, dass sie die Situation da rasch ändert. Besonders große Unternehmen haben inzwischen eigene betriebsinterne Betreuungseinrichtungen und Betreuungsmöglichkeiten geschaffen, um den Personalbedarf, den sie haben, auch decken zu können. Sie können das vor allem, können Sie das Klein- und Mittelbetriebe nicht leisten und selber organisieren und sind somit massiv benachteiligt. Hier für gleichen Zugang zu Ganztagsschulen und Betreuung zu sorgen, ist Aufgabe der öffentlichen Hand und diese ist hier massiv säumig. Den zweiten Punkt, den ich ansprechen will, ist der Bereich der Erwachsenenbildung. Dieser umfasst unter anderem auch das Nachholen von Bildungsabschlüssen. Wenn man sich das Erwerbs- oder den Erwerbsverlauf von Menschen ansieht, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben und mit jenen vergleicht, die das nicht da haben, wird man feststellen, dass sich der Verlauf massiv unterscheidet. Mit einem nachgeholten Abschluss wird man tendenziell weniger arbeitslos. Es steigt das monatliche Einkommen und es steigen auch die Pensionsansprüche im Alter. Damit würde man hier besonders, würde sich das besonders rechnen, wenn man da mehr investieren würde in diesen Bereich. Wir würden damit weniger Ausgaben für die Arbeitslosigkeit haben. Wir würden Altersarmut verringern und würden Betroffenen eine echte Perspektive geben. Hier mehr Mittel einzusetzen, würde sich also dreimal lohnen und wäre auch ein Beitrag für mehr qualifizierte Arbeitskräfte. Danke.